Herzlich willkommen zu Andi TV Folge 22. Heute das erste Mal nach dem Sommer wieder hier drin, sonst waren wir ja mal draußen. Das letzte Mal hier drin waren wir, wo der Brunnen so geplätschert hat. Gut, das ist lange her, jetzt haben wir Herbst, jetzt geht es nicht mehr draußen, jetzt müssen wir wieder von hier drin. Was kann ich euch heute bieten? Heute zeige ich euch mal eine Schweißprüfnaht. Also ich war wieder schweißen, muss ich auch noch, und es war wieder Prüfung. Das wird ist die HL045, das ist fast die Abschlussprüfung, eine Prüfung kommt dann noch. 45 deswegen, weil die auf 45 Grad eingespannt ist. Das schauen wir uns einfach mal an. Ich wünsche viel Spaß dabei. Zur Prüfung werden diese beiden Rohre verschweißt aus Chrom-Nickel-Stahl. Und dazu müssen die an der Schnittkante erstmal angefasst werden, das heißt schräg gemacht werden, damit sich das hier richtig schön verschweißen lässt. Und die Schweißnaht sollte ungefähr so aussehen wie hier bei diesem Übungsstück. Genauso wie hier die Decklage. Damit die Schräge da rankommt ans Rohr, müssen wir es erstmal anfasen. Das macht diese Maschine für uns. Das mache ich nicht selber, ich lasse arbeiten. Die Maschine schneidet jetzt Schicht für Schicht die Schnittkante schräg. Oh, so langsam kann man schon erkennen, dass es schräg wird. Was da so dampft, ist das Schneidöl. Wird doch ein bisschen heiß alles da. So, nun liegen die Rohre in Position zum Heften. Der Luftspalt muss genau eingehalten werden, damit sich die Wurzel rausbildet. Die muss nämlich durchgeschweißt werden. Jetzt müssen wir erstmal den Strom einstellen. Ich wähle 60 Ampere und stelle die Lichtbogenkorrektur auf 1. Damit komme ich ganz gut hin. So, nun geht's ans Heften. Wie gesagt, die werden noch nicht verschweißt, die Rohre, sondern nur zusammengeheftet, dass der Abstand nachher beim Schweißen sich nicht mehr verändern kann. Ich hefte die Rohre insgesamt 4 Mal, das zeige ich jetzt nicht alles. So, gucke ich schon mal, ob das durchgeschweißt ist. Nochmal ausrichten, damit der Abstand stimmt. Und schweiße dann die Gegenseite, also hefte die Gegenseite. So sehen die Hefter aus. Was ich mit angezeichnet habe, das muss ich wegschleifen. Ein bisschen schön spitz schleifen nachher, damit beim Schweißen oder beim Wurzelschweißen keine Ansatzfehler entstehen. Darum habe ich mir das mit Kreide markiert, dass ich da wirklich keinen Fehler machen kann. Nun schleife ich die Heftstellen spitz. Dazu nehme ich eine kleine Flex mit einer Millimeterscheibe da drauf. Flex habe ich übrigens mal für 9,99 Euro gekauft und sie tut gute Dienste. Ich hätte nie gedacht, dass sie so lange hält. Und da seht ihr schon die Position, warum das HL045 heißt. Das Rohr ist auf 45 Grad eingespannt und muss dann von unten nach oben geschweißt werden. Jetzt zunächst sieht man auch so ein bisschen die angeschliffenen Heftstellen. Und jetzt muss zunächst die Wurzel geschweißt werden. Das heißt, die muss auf der Innenseite des Rohres genauso aussehen oder schön gleichmäßig aussehen und keine Löcher aufweisen und auch keine Drahtdurchschüsse aufweisen. Hier sieht man das von unten nach oben, wobei die Naht natürlich auch 45 Grad schräg steht. Normal darf ich das Rohr ja nicht drehen, aber ein bisschen tricksen ist erlaubt. Aber nur ein bisschen. Jetzt die andere Seite von unten nach oben. Nochmal ein bisschen Körperkraft einstellen, dann passt das schon.
so sieht die Wurzellage von oben aus. Das sieht nicht besonders schön aus, das macht aber nichts. Hauptsache von innen drin, soweit man das jetzt hier erkennen kann, ist es schön gleichmäßig geworden. Und das ist wichtig. Auch, dass keine Kerben drin sind, das ist noch wichtiger. Jetzt bin ich nicht durchgefallen. Die groben Ansätze da, die müssen jetzt natürlich rausgeschliffen werden, dass das schön glatt wird. Nämlich die nächste Lage, besonders das hier, das muss raus, damit ich die nächste Lage schön glatt drauf schmeißen kann. Das wird eine Fülllage, jetzt wird das erstmal ausgeschliffen. Mit einer großen Flex jetzt, weil das geht schneller. Dabei muss ich ein bisschen Vorsicht walten lassen, nicht, dass ich das ganze Rohr verhudel. Es würde zwar nicht, mich nicht durchfallen lassen, aber es sieht halt unschön aus. Wichtig dabei ist immer die Schutzbrille, weil wenn man das bei Stahl macht, Edelstahl rostet ja nicht, aber bei Stahl, der rostet, wenn da was ins Auge fliegt. Das kann dann im Auge rosten, das ist dann nicht so schön, das hatte ich schon mal, da habe ich richtig Spaß gehabt. Also immer Schutzbrille ist wichtig. So sieht dann die ausgeschliffene Wurzelnaht aus. Schön tief, schön glatt. Da kommt jetzt eine Fülllage drauf, die das Ganze so ein bisschen auffüllt. Die wird dann anschließend ausgeschliffen. Da seht ihr den Stempel, dass es auch wirklich um das Prüfungsstück handelt. LPA, heißt wohl Landesprüfungsanstalt. Nun geht es ans Schweißen der Fülllage, der Zwischenlage. Die liegt direkt auf der Wurzellage und später kommt auch noch eine Abschlusslage, also eine Decklage. Das wird jetzt mit 70 Ampere geschweißt, damit das ein bisschen reinbrennt auch und keine Bindefehler entstehen. Weil Bindefehler lassen einen durchfallen. Und die sieht man erst beim Röntgen. Die sieht man so mit dem bloßen Auge nicht. Geht auch schlecht, aber wenn sie drin sind, war es das. Ich hoffe, dass keine drin sind. Jetzt wieder die andere Seite. Das Rohr ist genauso eingespannt wie bei der Wurzellage. Geil ist das immer, wenn so ein Funken vor oben ins T-Shirt fliegt und dann erst kurz vor der Familienplanung zum Stoppen kommt. Immer ein richtig schönes Gefühl. Vor allem die schwarze Spur über dem Bauch rüber, das ist auch nicht schlecht. Passiert öfter mal. So sieht die Zwischenlage aus, Decklage kommt noch. Die muss natürlich jetzt auch wieder glatt geschliffen werden, aber nicht mehr so tief wie vorhin. Höchstens nur noch 1 mm tief eingeschliffen werden. Aber dafür auch etwas breiter jetzt ausgeschliffen werden. Jetzt geht es ans Ausschleifen der Zwischenlage. Wie gesagt, nur 1 mm tief, damit keine Bindefehler entstehen, wenn die Decklage drauf kommt. Auch hier wieder die große Flex, weil das geht schneller. Ich weiß nicht, ob die Kleine das unbedingt so durchhalten würde, weil sie wird doch ganz schön beansprucht. Jetzt wechsle ich die Scheibe, weil ich nehme jetzt eine größere Scheibe, die noch gerade Kanten hat. Komme ich besser in die Fuge, in die Schweißnaht rein. Ich kriege das damit also quasi glatter hin.
weil die Kante noch schön gerade ist. Nicht so abgenutzt wie die da bei der, die da liegt, vor, da vorne. So, jetzt kann man gut erkennen, breiter ausgeschliffen, aber nicht mehr so tief. Maximal 1 mm, aber eben breiter. Jetzt muss pendelt immer hin und her geschweißt werden. Das ist jetzt die Decklage, also die letzte Lage, die drauf kommt. Und da man diese Lage sieht, weil es eben die letzte ist, sollte sie gleichmäßig sein, ein bisschen hübsch aussehen. Wenn sie nicht hübsch aussieht, lässt man, ist man zwar nicht durchgefallen, aber es macht halt einen Eindruck, wenn sie hübsch aussieht. Und sie darf keine Kerben aufweisen. Wenn Kerben drin sind oder Einbrandkerben drin sind, ist man durchgefallen. Auch wenn Bindefehler wieder drin sind, ist man auch durchgefallen. Man muss halt ein bisschen aufpassen und sich konzentrieren. So sieht die fertige Naht aus. Ist zwar oben ein bisschen kruppschuppig geworden, aber das ist noch keine Beanstandung. Hier ist ein bisschen feiner, sieht natürlich ein bisschen besser aus. Ansätze sind auch ganz gut, nicht übermäßig gut, aber ganz gut, geht so. Ja, so sieht halt die fertige Naht aus. Man sieht die Pendelraupen, die Wurzel, kann man jetzt auch gut erkennen gleich. Jetzt gleichmäßig geworden. Ja, und das ist die Nummer. Wenn die eingeschlagen ist, kann das Werkstück zur Prüfung gehen. Es wird geröntgt und nachher durchgebrochen, um zu gucken, ob Fehler drin sind, Bindefehler. Und dies ist jetzt meine nächste Prüfungsaufgabe. Eine Prüfung kommt noch, ist ein größeres Rohr jetzt, wieder in dieselbe Position auf 45 Grad, aber mit anderen Draht geschweißt, mit einem Fülldraht. So, und wenn ich die dann bestanden habe, dann habe ich es geschafft. Hier nochmal ein Blick ins Innere. Man sieht den Luftspalt sehr gut. Auch hier wieder muss eine gleichmäßige Wurzel gelegt werden. Da oben die Heftstellen. So, nun habt ihr mal gesehen, wie sowas abläuft, wie sowas geschweißt wird. Und das wird jetzt demnächst geprüft. In 14 Tagen weiß ich mehr, ob ich bestanden habe oder nicht. Ich drücke ja beide Daumen, aber sich selber Daumen drücken, weiß ich nicht. Ich habe auch keine guten Aussichten, denke ich mal. Lassen wir uns überraschen. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß, eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.